Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Haag und ich bin Chefredakteur vom Diabetes-Journal. Was viele von Ihnen heutzutage bewegt und offene Fragen auch an die Redaktion brachte, ist: Soll ich einen Mundschutz tragen oder eine Schutzmaske? Dazu muss man wissen, was es überhaupt für Schutzvorrichtungen gibt. Und für die Allgemeinbevölkerung spreche ich von diesen Mund-Nasen-Schutzen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Was Sie oft auch sehen in Bildern aus Kliniken, sind richtige Schutzausrüstungen für medizinisches Personal, das auch nur von diesem benutzt werden sollte. Das heißt also von Mitarbeitern der Krankenhäuser, die am Patienten arbeiten, oder des Rettungsdienstes beispielsweise, die Patienten transportieren. Also diese Schutzmasken, wenn Sie davon welche hätten oder übrig hätten, die sollten Sie unbedingt den Kliniken und Praxen zur Verfügung stellen. Was viele von Ihnen aber haben oder sich zum Teil auch selbst genäht haben, sind diese Mund-Nasen-Schützer. Und diese Mund-Nasen-Schützer schützen im Wesentlichen Ihre Mitmenschen vor Ihnen, wenn Sie selber an Covid-19 erkrankt wären und es vielleicht noch nicht wissen und sich draußen in der freien Natur oder in Geschäften bewegen. Sinnvoll ist es schon, wenn Sie solche Schutzausrüstungen tragen, denn je mehr Menschen die aufhaben, egal ob sie gekauft sind oder selbst hergestellt sind, diese Masken verhindern, dass wenn sie niesen oder sprechen oder sich so kleine Tröpfchen von ihnen zu anderen hin bewegen, dass eben genau das durch diese Mund-Nasen-Schützer verhindert wird. Ich zeige Ihnen jetzt noch kurz, wie Sie solche Masken richtig anlegen. Gerade wenn Sie auch eine Brille tragen, sollte das richtig sein. Das heißt, sie zieht man über die Ohren und modelliert sie dann an und drückt die Metalldrähte, die hier drin sind, fest. Und dann sollte Mund und Nase bedeckt sein. Also falsch wäre es, sowas zu haben oder so. Das würde Ihnen nicht den richtigen Schutz bringen. Ein zweiter Vorteil ist, wenn die Maske richtig anliegt, können Sie auch problemlos eine Brille aufsetzen, ohne dass die beschlägt. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass die Fragen im Zusammenhang mit Mund-Nasen-Schutz dann geklärt sind. Alles Gute, Ihr Thomas Haag.